Sieht so falsch aus im Kennzeichen an so einem Hobel. Fang mal draußen an. Herzlich willkommen zum neuen Video. In diesem Video kümmern wir uns um einen Patienten, den wir jetzt relativ lang nicht beachtet haben. Es handelt sich um meinen Custom-Mofa. Elias hat mir das ganz brav zusammengeschweißt und danach ist nie wieder was passiert. Jetzt hebe die Molo. Es hebt tatsächlich, weil wir ihn auch nicht wirklich viel fahren. Und das wollen wir ändern. Ich möchte den Hobel fahren und dafür müssen wir noch ein paar Sachen anpassen. Wir machen ihn quasi zu meinem Daily. Ich möchte ihn einfach öfters fahren können und dafür haben wir uns ein paar Sachen überlegt. Ich hole ihn mal raus. Was sage ich öfters? Scheiße, ist der dreckig, Mann. Green Screen. Ursprünglich war das mal ein Herkules-Mofa für 50 Euro. In Deutschland habe ich das gekauft. Habe das dann zusammen mit meinen Arbeitskollegen mühevoll zu einem Custom-Mofa umgebaut, welches jetzt auch hier auf die Straße soll. Und das erste Problem ist definitiv der Lackschad am Motor. Was? Alter! Wer war das? Ich glaube, der Roger, der noch nie gepackt hat, letztes Mal. Oh, Mann, ey! Wenn der heute da wäre, Mann. Wenn ich jetzt den Roger sehen würde. Also das zweitgrößte Problem finde ich jetzt Ständer. Nein, was ich hier eigentlich sagen wollte, das größte Problem ist, dass das Ding so abnormal laut ist, ja, dass es wirklich keinen Spaß macht, damit lange zu fahren. Du gehst jedem auf die Eier, inklusive dir selbst. Aber der Auspuff sieht halt cool aus. Super Auspuff, ja. Ich würde ihn gerne behalten. Super Auspuff. Ich würde probieren dämmen einfach. Vorher vielleicht wohl messen. Kriegst bestimmt eine App für. Polizei.ch gibt es sogar eine App dafür. Ich rufe kurz an und frage, ob die schnell vorbeikommen zum Messen. Wichtig ist dann auch noch, wir brauchen einen Nummernschildhalter. Hat er auch noch nicht. Dafür brauchen wir auch vielleicht mal ein Rücklicht. Hat er nämlich auch noch nicht. Da finden wir bestimmt ein paar coole Teile bei uns im Shop. Dafür muss der Hobel aber jetzt erstmal hoch in die Werkstatt und genau da geht es jetzt auch hin. Doch davor, einmal kurz anschmeißen. 60 Dezibel Wind. Du hast ja kein iPhone. Guck mal. Egal, 90. Oh, oh, jetzt kommt Werbung. Tolle App, toll. Also maximal 110,7. Digga, weißt du, wie laut das ist schon ein bisschen laut. Also ich habe kein Auto, wo so laut ist. Guck mal, das ist jetzt auch eine offizielle Messe gewesen. Thurgauer Polizei macht das nicht anders. Genau so. Jetzt kommen wir mal schauen, was das bringt mit dieser Dämmbulle. Nein. Unter 100. Unter 100. Unter 100. Muss sicher sein. Wenn wir das jetzt mal rufen. Frühjahrsputz, was ist da los? Warte, ich gerne mal sagen. Wir gehen drauf, ich rutsche mein Auto raus. Ich kriege endlich mal voll Finger eingeklemmt. Oh shit. Das Rad gedrüllt hat und der Finger einfach im Hinterbau eingeklemmt hat. Weißt du, was mich abfuckt hier? Tutorial-Channel benutzt unsere Bühne, aber stellt sie nicht zurück. Nie. Die sind was Besseres, denken sie jetzt, weil sie seriösen Content aber machen. Wir müssen dann eigentlich gar nicht auf die Bühne nehmen. Gucken wir mal, ob das jetzt hier was kann. Ne? Wo ist denn der eigentlich gefunden, der Ständer? Im Lager. Aber damit halt noch instabiler. So, so. Also ich zieh mal fest hier, ja. Super toll, klasse. Dann steht er wenigstens nicht immer so ultra, ultra schief. So steht er. Uff. Lass mal so, oder? Problem 1. Check. Bam! Frisch TÜV. Ist schon getüft. Wir kleben sie die Nummer richtig schlecht ab, dass mich keiner anzeigen kann. Oder so. Ach komm, fuck it, das ist ein deutsches Kennzeichen. Also ich habe frisch TÜV gemacht, ohne Mängel bestanden. Wir haben hier unsere 66 Heroes Kennzeichenhalterung natürlich verbaut. Gibt's für deutsche Kennzeichen, aber natürlich auch für Schweizer Kennzeichen. Den oder musst du noch wechseln? Den muss ich noch wechseln, ja. Geil, Mann, jetzt muss ich meine schöne Spitzmutter wegmachen. Die übrigens auch von 66 Heroes ist. Aber verbiegt mein Kennzeichen nicht. Wenn du erstmal auf die Schnauze kriegst, ist der kaputt. Vor allem Leute, die unsere Videos aktiv verfolgen, werden blicken, dass das davor auf meiner X30 schon drauf ist. Nein, das kann gar nicht sein. Rücklicht haben wir auch noch keins dran. Da wir jetzt aber ein cooles Kennzeichen montiert haben, könnten wir das auch gerade nutzen, um hier das Rücklicht mit zu montieren, weil ich habe keinen Bock, hier irgendwo an meinen frisch lackierten Rahmen zu gehen. Und grundsätzlich haben wir ja hier so ein, hast du das, habe ich das? Mississippi-Rücklicht. Super klein und, was praktisch ist, es läuft eine Batterie. Plus, du kannst das Käppchen noch unten anhängen. Dieses kleine Rücklicht möchte ich gerne seitlich montieren. Hier? Ja, irgendwo das muss ist ich... Das ist ja, der hier. Ein Haupt über die Wüste, guck mal. Am Auspuff. Digga, das wäre halt eigentlich echt noch cool. Nein, wäre cool. Ungefähr, schätze ich mal, wie beim Aldekäfer. Dann ist halt die Frage, wenn du hier ausgedreht drauf machst, Moment. Moment. Wie meinst du? Schwarz-grau. Stresst nicht. Mal. Eigentlich überlasse ich das dir. Wir holen uns jetzt gerade noch hier das Aufnahmeblech für unser Nummernschild, damit wir das Rücklicht besser montieren können. Haben wir natürlich was im Shop und die Dämmwolle für den Auspuff nehmen wir auch gerade mit. Das hier ist unser Blech für unser Nummernschildhalter. Können wir das noch runterbiegen und dann unser Mississippi-Licht montieren. Dämmwolle ist in der 11. Ah, hier. Nehmen wir gerade eine ganze. Boah, das ist aber groß. Melvin, Melvin. Ja? Hast du einen Schreiber? Blindsvertrauer, genau, ja. Auf da, den wir jetzt einspannen.
guck doch mal von der Seite, Alter, wie unästhetisch dieser Winkel und dann das Kennzeichen da und dann da nach hinten mit dem Licht. Also ich bin noch nicht wirklich happy mit dieser Lösung, wie ihr vielleicht mitbekommen habt. Ich habe aber noch eine Variante B, das vielleicht ein bisschen ästhetischer aussieht wie das. Dämmwolle. Das ist der letzte Punkt, um dieses Mofa absolut alltagstauglich zu machen. Etwas leiser kriegen. Wenn ihr einen Auspuff habt, der sehr laut ist, aber cool aussieht, wie wir jetzt hier zum Beispiel mit unserem geilen, wie heißt der? Ja. Ist das der gleiche? Ja. Aber da hält auch nicht wirklich viel drin. Was ist da halt dann für... Warte mal kurz, mich juckt deine Nase. Die muss jetzt da irgendwie rein. Deswegen müssen wir jetzt unseren abnehmen. Dafür muss unser Hitzeschutzband weg. Herr Ablitze, wo liegt denn das Problem? Oh fuck, das hat nicht mehr aufgehört. Am liebsten würde ich jetzt einfach ein Stückchen abschneiden und den zusammenrollen, rein tun und einfach aufgehen lassen. Aber wenn wir noch irgendeinen Stau drin haben, ist auch scheiße. Jetzt müssen wir es wieder rausnehmen, ist wahrscheinlich richtig kacke. Ja, da kommt ziemlich schnell ein Dämpfer. Ja, reingucken. Ich habe noch gehört, da, Chief Wiggum, hast du da eine gute Idee zum Dämmen? Ich hätte das gerade Stahlwolle tun. Ja, wenn, dann stopfst du etwas rein, ja. Schon, oder? Aber wie viel das bringt, ist fraglich. Na gut, ist ja eh schon eingelöst. Der war locker. Endtop ist jetzt mal abgebaut. Das ist ja der von unserem Custom-Hobel. Ist genau der gleiche wie da, wo wir vorher reingeschaut haben. Problem ist, dass wir nur so viel Platz haben. Und dann beginnt bereits hier unsere... Wie nennen wir das? Ja, es ist eigentlich eine Schikane, aber sie ist ja nicht wirklich. Ja. Wir haben sehr wenig Platz. Deswegen benutzen wir jetzt keine Dämmwolle. Das wäre geil gewesen, wenn wir hier ein bisschen mehr rein hätten machen können. Jetzt nehmen wir... Stahlwolle. Genau das kommt in den nächsten 20, 30 Minuten hier an. Haben wir gerade unsere nette Kollegin losgeschickt, die uns da was besorgt. Und deswegen werden wir die Zeit sinnvoll nutzen und reparieren hier noch eine Sache. Und zwar löst sich hier der Griff ständig. Ihr seht es auch, der Gasgriff hat hier ein bisschen Spiel. Das liegt daran, dass er nicht fest ist. Ja? Super nervig. Elias meint, es gibt eine ganz einfache Lösung. Und zwar... Loch bohren. Richtig. Kleines Loch im Lenker bohren, sodass die Schraube hier, mit der ihr es fixiert, die eh schon ziemlich vermurkst ist, dabei wir halt schon oft angezogen haben, bis in den Lenker reingeht und dann kann das nirgends mehr hin. Genau, das machen wir jetzt einfach. Also wenn jetzt hier unten ein Loch reinbohrt, die verwirkte Schraube mit dem Nutenstein rausgenommen, die wird jetzt ersetzt. Jetzt haben wir eine Schraube. Die Schraube ist jetzt genug lang, dass sie durchgeht und am anderen Ende vom Lenker wieder ansteht, um sich ein bisschen zu verspannen. Jetzt machen wir das Ganze unten rein und schauen mal, wie das passt. Gut, dann habe ich gesagt, wir brauchen wirklich viel. Also wirklich, was nimmst du lieber 2-3 Pack? Einer geht rein. Jetzt haben wir genug für die nächsten Projekte. Voll. Ich will einmal kurz anmachen, einmal ohne das, ob er überhaupt leiser ist. Gut. Immer noch laut, aber leiser. Machen wir nochmal einen rein und schauen, was passiert. Lass nochmal einen halben reinmachen. Kannst du einfach rissen? Nee. Riss. Das tut doch weh. Genau. Heb mal da. Hör auf jetzt! Hast du gewusst? Schon blutig wieder. Von dir lerne ich mir nie ein Haar schneiden. Ja, guck, weil du so gerissen hast. Nein, das stimmt nicht. Das ist nachher passiert. Guck. Das ist nachher passiert. Stopp mal, nein. Uiuiui. Jetzt gilt es rauszufinden, ob es zu viel ist, ob er noch gut läuft. Waschen sollten wir vielleicht nochmal. Das hat er verdient. Wir sehen uns gleich draußen. Elias, bevor wir losfahren, gehen wir noch einmal an die Stelle, wo wir vorher waren, machen einen Soundcheck. Ist zwar nicht wirklich verlässlich, 100%, aber man hört schon, dass es wesentlich leiser ist. Und ich glaube, hier draußen werden wir es noch enorm merken, weil natürlich in der Werkstatt halt es nochmal ganz anders. Sure. Gehen wir einmal vor und testen das, ne? Toll. Gut. Was sagt der Maximum? 94,7. 94,7?
Und wie viel war das? 115. Das war ein voller Erfolg. Der Hobel ist leiser, auch nur durch die Stahlwolle. Mhm. Wir haben jetzt nicht mehr Dämmwolle genommen. Kann man sagen, 10 Dezibel pro ganzer Knäuel. Pro Knäuel 10 Dezibel. Ist jetzt die neue Einheit. Er läuft, er sieht gut aus, er hat ein Licht. Jetzt könnten wir eigentlich eine Probefahrt machen. Peak löst. Wir fahren durch. Dann würdest du sagen, wie war jetzt die erste legale Fahrt gewesen? War mega, ja. Es ist ein sehr gutes, sicheres Gefühl auf jeden Fall. Er bremst, fährt und hat ein Kennzeichen. Was wollen wir mehr? Ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Wenn ihr noch mehr Custom-Mofa-Shit sehen wollt, dann nicht vergessen, diesen Channel zu abonnieren. Wir machen von Original-Mofas bis hin zum Custom-Mofa eigentlich so ziemlich alles. Wir fühlen auch genauso alles. Deswegen, nächstes Mal wieder reinschalten. Bis dahin, macht es gut und ciao. Tschüss.